But what truly separates the pilot from all the grunts and machines of the battlefield is the bond between a pilot and a Titan. Hallo Leute, ich bin Phil, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu diesem Singleplayer und Multiplayer Review von Titanfall 2. Ich wollte erstmal die gesamte Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 durchspielen, bevor ich dann einige Stunden im Multiplayer verbringe, um euch ein Gesamtreview bieten zu können. Denn dadurch, dass es jetzt eine komplette Kampagne bei Titanfall 2 gibt, ist es halt ein wichtiger Teil des Gesamtreviews. Im ersten Teil war es nur Multiplayer. Was heißt nur? Viele Leute sagen, dass Titanfall 1 die Grundlage, die Basis dafür gelegt hat, bewegungsorientierte Shooter, First-Person-Shooter, auf einen ganz neuen Level zu heben. Ich hatte viel Spaß mit der Singleplayer-Kampagne. Ich gehe darauf auch gleich nochmal ein. Wie lange die Singleplayer-Kampagne für euch selbst geht, liegt ein bisschen daran, ob ihr die großen Collector seid. Ich habe 5,5-6 Stunden ungefähr gebraucht, aber es kann durchaus sein, dass ihr länger braucht. Kommt auf den Schwierigkeitsgrad an, es kommt darauf an, ob ihr alle Geheimnisse lösen wollt. Ihr kriegt natürlich auch von Origin Achievements dafür, wenn ihr alles in einem ganz besonders schwierigen Schwierigkeitsgrad meistert. Wir springen erst in den Singleplayer und dann in den Multiplayer und am Ende gebe ich mal mein Gesamtfazit ab. Ich glaube, dass meine Einschätzungen ein bisschen davon abweichen, was die großen Spielemedien sagen, wie zum Beispiel GameSpot oder so, die Titanfall 2 zum besten Shooter des Jahres gekürt haben. Erstens, das Jahr ist noch nicht zu Ende. Zweitens, das Jahr war voll mit genialen Shootern und heute kommt auch noch Call of Duty, Infinite Warfare samt Modern Warfare als Remastered-Version raus. Das möchte ich mir erstmal nochmal in Ruhe anschauen, bevor ich wirklich sage, hey, this is the real thing. Springen wir jetzt mal rein und danach gibt's ein Fazit. Die Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 hat alle klassischen Aspekte einer First-Person-Shooter-Kampagne. Ihr seid alleine, eigentlich noch nicht darauf vorbereitet, was euch so alles erwartet, und ihr seid ein Held, der alleine ist. Natürlich seid ihr nicht alleine, ihr wisst es ist Titanfall 2 und ihr habt einen Titan. Darauf seid ihr allerdings noch nicht mal ausgebildet, was wieder so ein bisschen dieser Held, der eigentlich noch keiner sein kann, aber es sein muss, Aspekt von Titanfall 2 ist. Und obwohl natürlich das Leveldesign der Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 schon den klassischen Regeln eines First-Person-Shooters folgt, habt ihr viel mehr Möglichkeiten. Ein Raum wird dadurch natürlich viel größer, dass ihr alle Wände, Decken, alles benutzen könnt, um euch fortzubewegen, an den Wänden lang zu laufen und so Deckung neu zu verwenden. Das Pacing der ungefähr, wie gesagt, 5 bis 5,5 Stunden langen Kampagne ist extrem gut gemacht. Das liegt natürlich auch daran, dass sich zwei Aspekte immer wieder abwechseln. Entweder ihr seid an Bord eures BT, eures Titan, oder ihr seid alleine unterwegs. Doch auch wenn ihr nicht an Bord von BT seid, ist er immer da und berät euch aus dem Hintergrund und versorgt euch mit Informationen, die sehr, sehr wichtig sind für den weiteren Verlauf der Kampagne. Nicht immer ist ein Mission Marker so leicht zu erkennen und dann ist es manchmal ganz praktisch zu wissen, hey, alles klar, BT hat gesagt, ich muss das und das machen und dann denkt ihr euch einfach den Rest dazu. Natürlich habt ihr die Fähigkeit von ungefähr 10 Soldaten. Die meisten Soldaten, auf die ihr trefft,
sind einfach kein Hindernis für euch. Aber es ist niemals so, dass ihr euch allmächtig fühlt. Egal, ob ihr an Bord des BT seid oder ob ihr alleine unterwegs seid. Es gibt immer Herausforderungen, die euch wirklich, wirklich fordern. Titanfall 2 verzichtet darauf, dass ihr euren Charakter durch Skills oder andere Fähigkeiten, Leveling Up oder sowas verbessern könnt, aber BT ist verbesserbar durch Titan Sets, die alles ändern. So könnt ihr on the fly euren Titan verbessern und euren Titan für die Situation fit machen. Ich habe jetzt extra auf Spoiler verzichtet, denn Titanfall 2, die Singleplayer-Kampagne, hat einige extrem witzige Überraschungen für euch bereit und hat auch im Bereich der Story einige Wendungen, die man so nicht erwartet. Insgesamt kann man sagen, perfektes Pacing und leider sagt man sich am Ende, hey, das hätte ruhig noch ein bisschen länger so gehen können, aber nach 5,5-6 Stunden ist es vorbei, es sei denn, ihr wollt alles sammeln, was es so gibt. Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass der Multiplayer in Titanfall, auch in Titanfall 2, extrem wichtig ist. Das stetige Verbessern eures Charakters im Bereich Waffen, Fähigkeiten etc. ist nicht nur wichtig, es ist auch wichtig, dass ihr euren Charakter und euren Titan an euren eigenen Stil anpasst. Das solltet ihr auch gleich am Anfang tun, noch lange bevor ihr in große, lange Matches einsteigt. Wer die Singleplayer-Kampagne gespielt hat, kennt viele der Fähigkeiten wie das Cloak oder das Sonar schon. Natürlich stehen einige der Möglichkeiten euch nicht gleich zur Verfügung. Die müsst ihr erst freischalten. Das ist man inzwischen gewohnt aus Shootern. Ich bin kein so besonders großer Fan davon, aber damit müssen wir leben. Und auch gleich zum Anfang stehen euch einige Möglichkeiten sowohl für euren Charakter als auch für euren Titan zur Verfügung. Wer nicht bis zu einem bestimmten Level warten will, sondern bestimmte Sachen gleich haben will, kann das für Credits tun. Diese Credits bekommt ihr durch gute Performance in Multiplayer-Matches. Euer Pilot, also euer Charakter ohne Titan, ist nicht nur ausgestattet mit einer primären Waffe, sondern auch mit einer Anti-Titan-Waffe. Das ist deswegen so gemacht, damit ihr auch Möglichkeit habt, zu Fuß einen Titan alleine auszuschalten. Teamwork ist trotzdem weiterhin das Wichtigste. Aber ihr habt dazu noch verschiedene Arten von Granaten, Gadgets und eine Zusatzfähigkeit und natürlich den Boost. Der Boost sorgt dafür, dass ihr bestimmte Aspekte eures Gameplays verfeinern könnt, wenn ihr besonders gut performt. So ist es zum Beispiel so, dass eure Waffen besonders große Wirkung haben, wenn ihr ein paar Aufgaben gelöst habt. Im Bereich der Modi gibt es nichts zu bemängeln. Jetzt wurden im ersten großen Patch die sogenannten Mixtapes noch mit eingefügt. Diese Mixtapes sind wie Quick Matches, wo ihr euch aber vorher nicht aussuchen könnt, hey, welchen Level will ich spielen, mit wie vielen Leuten will ich spielen, etc. In den Modi gibt es sowohl Modi, wo ihr das klassische Titanfall Gameplay habt, also ihr spielt und nach einer Zeit könnt ihr euren eigenen Titan haben. Es gibt auch Modi, wo es nur Titan gegen Titan geht und wer am Ende noch lebt, hat gewonnen. Es gibt Deathmatch, es gibt Capture the Flag und es gibt dazu noch Modi, wo es gar keine Titans gibt. Das bedeutet, Titans sind nicht erlaubt. Teamplay spielt in Titanfall 2 wieder eine sehr übergeordnete Rolle. Besonders in Matches wie in diesem Modus, der Bounty heißt, ist es praktisch unmöglich, alleine als Single-Man-Army, One-Man-Army zu überleben. Das ist auch gut so. Denn wer will schon alleine spielen, dazu gibt es ja den Singleplayer. Als kurze Erklärung zum Bounty-Modus. In der Nähe von bestimmten Zonen müsst ihr Feinde besiegen. Dann bekommt ihr Geld. Dieses Geld müsst ihr, sobald die Bank offen ist, auf die Bank bringen. Also sozusagen eure Credits hochladen.
Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, es gibt jetzt auch für Piloten Anti-Titan-Waffen. Ich sag's mal so, wenn ihr alleine gegen einen Titan antretet und der sieht euch, seid ihr tot. Das hat sich nicht geändert. Wäre ja auch ziemlicher Blödsinn, wenn eine riesige Kampfmaschine euch nicht erwischen könnte. Natürlich müsst ihr euch schnell bewegen und dann habt ihr vielleicht die Chance, mit einem anderen Kollegen zusammen den Titan zu besiegen, aber sonst habt ihr kaum eine Chance gegen den Titan. Was, wie gesagt, auch sonst blödsinnig wäre. Es gibt also richtig, richtig viel zu tun. Verschiedene Optionen und jede dieser Optionen, je nachdem wie euer Layout und euer Loadout für euch und euren Titan ändert, ändert sich für euch das Spiel und das Battlefield insgesamt, denn ihr habt andere Möglichkeiten. Wenn ihr euch cloakt, habt ihr vielleicht nicht die Möglichkeit, Gegner fürs eigene Team zu markieren. Wenn wir das so zusammenfassen, muss ich sagen, hey, klar, der Multiplayer-Modus von Titanfall 2 ist richtig geil. Allerdings ist er mir in ganz vielen Situationen zu hektisch und die Titans sind immer noch nicht endgültig so balanced, dass ich als Anfänger, das bedeutet jemand, der noch nicht 100 Stunden im Spiel war, eine Möglichkeit hat, wirklich etwas zu bewirken, wenn ich gegen viele Veteranen des Schlachtfelds antrete. Insgesamt werdet ihr bestimmt den Multiplayer-Modus von Titanfall 2 lieben. Mir war er zu hektisch und ich gehe jetzt auch da wieder zu Battlefield 1 zurück, weil ich da ein bisschen mehr Taktik gefunden habe. Okay, fassen wir also zusammen. Titanfall 2 ist mehr als nur ein solider Sci-Fi-Shooter. Titanfall 2 ist ohne Zweifel einer der besten Shooter des Jahres. Für mich persönlich war der Ansatz im Multiplayer weniger aufs Leveling so doll zu setzen wie bei Titanfall 2, bei Battlefield 1 besser. Ist einfach so, ist eine persönliche Präferenz und Titanfall 2 war mir teilweise auch zu hektisch. Die Kampagne von Titanfall 2, die Singleplayer-Kampagne, startet ein bisschen ruhig, aber ist dann sehr, sehr gut. Vielleicht ein bisschen zu kurz, ich habe es schon angesprochen. Insgesamt lässt sich aber trotzdem sagen, Titanfall 2 ist ohne Zweifel einer der besten Shooter des Jahres und für alle Fans des Genres ein absoluter Must-Have. Ist es Absolut-Test oder Absolut-Ter? Absolut-Test, wahrscheinlich Must-Have. Ihr könnt nicht viel falsch machen. Ich hatte Probleme mit der Server-Konnektivität, mit der PC-Version. Und ich bin vielleicht auch schon zu alt. Vielleicht will ich einfach ein bisschen langsameren Spielaufbau im Multiplayer. Aber es gibt einfach wenig dazu zu bemeckern, zu bemängeln. Denn Respawn Entertainment hat eine wirklich gute Singleplayer-Kampagne gemacht. Die hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat für mich jetzt nicht viel Replay-Value. Ich habe versucht, keinerlei Spoiler reinzubringen, obwohl es wahrscheinlich teilweise nicht anders ging. Die Singleplayer-Kampagne bereitet euch gut darauf vor, was ihr im Multiplayer können müsst. Ihr habt mehr Titans, ihr habt mehr Möglichkeiten, als Fußsoldat gegen Titans anzutreten. Das bedeutet, sie sind nicht so overpowered, wie sie sonst waren. Insgesamt, Respawn Entertainment hat abgeliefert und wir alle werden Titanfall 2 wahrscheinlich noch eine längere Zeit spielen. Der erste Teil war gut, der zweite Teil war noch besser, beziehungsweise ist noch besser. Perfekt, kann man eigentlich nicht besser machen. Ich freue mich, euch auf dem Schlachtfeld zu sehen. Wie immer gilt, kommentiert, lasst ein Like da und abonniert Old Nerd TV, um immer über die neuesten Videos und Entwicklungen informiert zu sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann.